Ich schieb deine ein bisschen vor wegen dem Kennzeichen. Also du drehst dann vorne nach der Strecke direkt um einfach. Ja gut, hey Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute geht's ums beste Anfängerbike in meinen Augen. Die KTM Duke 125 mit ABS, Baujahr 2013. 2014? 2014. Okay. Nope. Ja, auf jeden Fall. Hat ABS, hat einen Grenzgänger-Sticker, der verleiht gleich mal 5 PS mehr. Nee, Spaß beiseite. Gemacht wurde der Kupplungshebel, hat keine ABE. Der Bremshebel hat eine ABE, weil der Standard ist, das ist wichtig. Montiert euch nur Hebel, die auch erlaubt sind. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Die Maschine hat 15 PS, einen Einzylindermotor und ist fahrbar mit dem A1-Führerschein ab 16 Jahren. Hat einen 150er Hinterreifen, so einen relativ breiten Hinterreifen für die Klasse. Und vorne hat die, glaube ich, einen 110er. Er hat Heidenau-Reifen drauf, mit denen ist er ganz zufrieden. Das sind nicht die Standardreifen sind schlimm. Standard-Heck mögen die wenigsten. Die Sitzhöhe von 785 mm oder 800, je nachdem welche Ausführung, ist relativ niedrig, sprich mit 1,60 Mädels kommen. Also Mädels mit 1,60 circa kommen super auf den Boden, fast flach. Also mit dem Ballen kommt ihr auf beiden Seiten runter, sprich echt ein Motorrad, das für jeden passt. Blöd ist, ab einer Größe von über 1,80, wie ihr hier seht, am Tank ist so eine Tankmulde, da muss man vorrutschen, da hat man die Knie so. Das halt ein bisschen komisch ist, das halt nicht wirklich passt, deswegen. Jetzt kommen wir aber zum fahrerischen Teil. Ja gut Leute, willkommen. Also zur Duke kann ich euch schon mal sagen, ist ein Naked Bike. No shit, Sherlock. Hat 6 Gänge, ihr seht ja hier das Display, da kann ich euch mal ein bisschen umschalten. Ist aber gar nicht so wichtig, hier seht ihr Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch, Tageskilometerzähler. Ihr habt hier eine kleine Ganganzeige, die sogar ablesbar ist. Also ich fahre jetzt nicht wie ein Gestörter, weil das nicht meine Maschine ist. Auf jeden Fall kann ich euch aber sagen, ihr könnt schön ins Hanging-Off gehen. Die Spiegel sind super. Also vom Sitzkomfort und so ist sie nicht so gut, weil die Sitzbank ist einfach relativ für den Arsch. Aber was ich euch sagen kann, durch den kurzen Radstand, durch den hohen, breiten Lenker, habt ihr einfach so ein Supermoto-Feeling. Sprich, ihr könnt echt schön die Maschine von Kurve zu Kurve werfen. Das ist echt ein mega Pluspunkt im Gegensatz zur CBR. Die CBR ist deutlich schwerer zu fahren. Bei der Duke habt ihr auch eine viel, viel bessere Getriebeübersetzung für Anfänger jetzt. Da ihr vom ersten zum zweiten Gang kein Drehzahl und Powerloch dementsprechend habt. Wir drehen gleich eh um, weil die Strecke hier vorbei ist. Besonders gut gefällt mir halt bei der Duke, dass sie enorm einfach zu fahren ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, ihr habt einen extrem entspannten Kniewinkel, entspannter als der auf der CBR. Eure Hüfte wird entlastet, euer Rücken, eure Handgelenke. Alles ist einfach super geschmeidig und super easy. Ich soll ja nicht vorne bremsen, hat er mir gesagt. Irgendwie müssen wir hier umdrehen. Ja. Also ich zeige euch das auch gleich mal mit der Kupplung. Die hat viel, viel mehr Anfahrdrehmoment. Mit ein ganz bisschen Gas kommt ihr richtig geschmeidig weg. Besser als mit der CBR, da liegt einfach ein Kugelschreiber auf der Straße. Ihr habt einen größeren Lenkeinschlag. Ihr seht hier die Duke im Vergleich zur CBR. Bei der CBR, Leute fragen mich, was heißt es, wenn die Maschine unten rumzieht. Das heißt einfach, dass wenn ihr jetzt so bei 5000 Umdrehungen oder so seid, das Gas komplett öffnet, wie ihr hier seht, marschiert die Duke untenrum besser los. Dafür macht die Duke ein bisschen schlapp. Sie dreht bis etwa 10,5 und dann hört sie auf. Also obenrum ist nicht mehr so viel Saft wie bei der CBR. Sprich, die CBR ist eine, die da schaltet ihr ständig permanent runter und seid voll im Drehzahlbegrenzer und so weiter und so fort. Bei der Duke ist es ein bisschen anders. Was ich zum Getriebe sagen kann, ab und zu mal sagte mir der Besitzer, dass ihr halt Probleme habt, den Gang nicht richtig zu treffen. Das ist bei der CBR jetzt nicht der Fall, aber ob das bei jeder Duke ist, sei dahingestellt. Fakt ist aber,
wenn ihr Motorradneulinge seid, werdet ihr so schnell so viel Vertrauen in die Maschine haben, weil die einfach so mega easy, ihr schaut nur in die Kurve rein und die Maschine fährt eigentlich von selber. Vor allem für einen erfahrenen Fahrer ist es echt ein Witz, wie die Kurve fährt, wie die Maschine hier Kurven fährt. Das ist, ihr habt so ein easy Handling, ihr könnt sie umherschmeißen wie ein Fahrrad. Ihr habt nicht viele Teile, die kaputt gehen können. Er hat hier so Schoner an den Lenkerenden, sprich, der hatte schon einen Unfall und die retten euch echt enorm viel. Dazu kann halt noch gesagt sein, die Schoner sind natürlich nicht Standard, die muss man nachrüsten. Was die Duke hat, im Gegensatz zur CBR, die hat einen Killswitch, sprich, hier rechts können euch eure Freunde trollen. Oh, jetzt sind Autos vor uns und wir können die Kurven nicht gescheit fahren. Egal, sie hat hier eine Lichthupe, hat die CBR auch nicht. Ich lichthupe die Leute jetzt vor mir nicht, das wäre Nötigung. Bei einmal Lichthupe gilt außerorts als Zeichen fürs Überholen und darf nicht bestraft werden. Hier kann man richtig, richtig schön kniesteifen. Habe ich auch vorher schon getan, aber bei der Duke ist einfach so schön mit dem Reinlegen, wie Supermoto. Also wie Supermotos fährt die sich. Einfach so ein mega geiles Bike zum Fahren lernen bzw. zum Spaß haben. Bei CBR habt ihr halt diese aggressivere, jetzt nicht die überaggressive Sitzposition, aber die mehr vorderradorientierte Sitzposition, sprich ihr wollt ständig Gas, Gas, tiefer in die Kurven rein und so weiter und so fort. Ja, der hat Weitlicht an, oh. Ich dachte schon, wieso blende ich die Leute, ha? Ja, auf jeden Fall ist vierter Gang Vollgas. Also jetzt ein Test 0 auf 100 werde ich nicht machen, weil das ist relativ uninteressant. Leute fragen mich, ist die CBR schneller oder die Duke? Ich muss sagen, 0 auf 100 sind die relativ gleich auf. Die geben sich echt nicht so viel, dass ihr viel spürt. Die Duke hat halt im echten Leben echt die Nase vorn, weil die halt kürzer übersetzt ist und die aus Kurven besser rausbeschleunigt. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.